wenn das kein langes, aufgebraucht und plattgemacht Video wird, weiß ich es auch nicht. Mal schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht teile ich es sonst auf. Wenn ihr Bock auf ein aufgebraucht und plattgemacht Video habt mit vielen dekorativen Kosmetikprodukten, wenn ich es nicht teile, und vor allen Dingen viel Pflege und ein bisschen Lust habt, euch meinen Senf dazu anzuhören, bleibt dran! Ja, ich hoffe einfach mal, ich zerfließe jetzt nicht vor der Kamera, weil es so arschheiß ist und ich lebe im Dachgeschoss. Wir haben draußen 38 Grad und ich glaube, hier drin ist es nicht kühler. Also es ist mega warm. Genau, ich habe mich gerade noch mal ein bisschen nachgepudert. Hoffe, es hält jetzt eine Weile, aber ich bin dann auch gleich froh, wenn ich die Brühe aus dem Gesicht wischen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe richtig viel leer gemacht, aufgebraucht. Und ich würde sagen, wir starten jetzt, damit das Video nicht zu lang wird. Und wie gesagt, wenn es zu viele Produkte sind und ich merke, so nach 20 Minuten, die Tüte ist immer noch halb voll, dann teile ich das Video auf, dann kriegt ihr nächste Woche Teil 2. So, ich fange jetzt einfach mal an, packe wie immer random in meine Tüte hinein. Und ja, was ich aufgebraucht habe, ist von Dalton Marine Cosmetics die Face Care Hydro Lift Bio-Zellulose Maske. Ich habe die jetzt tatsächlich mal... habe tatsächlich jetzt mal das eine Teil drin gelassen. Das ist eine fabelhafte Maske. Oh, die ist immer noch ein bisschen feucht. Das ist jetzt tatsächlich nicht die Maske an sich, die man sich aufs Gesicht legt, sondern die ist tatsächlich drüber zum Schutz. Die zieht man dann irgendwann ab. Die Maske ist eine absolute Hammer. Wenn ich die benutze, sieht meine Haut hinterher sowas von frisch und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. So ein bisschen aufgeputscht aus. Ich bin total begeistert und ja... Also, da ich jetzt weiß, wie gut die sind, muss ich euch ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich nicht hin und wieder mal was von Dalton zugeschickt bekommen hätte, ich würde mir die Masken auf jeden Fall auch so kaufen. Die sind natürlich ein bisschen was teurer. Ihr zahlt für eine Maske 10 Euro, aber das sind die sowas von wert. Das ist der Hammer. Wo wir gerade bei Masken waren, zeige ich euch jetzt mal ein ganz besonderes Schätzchen. Und zwar handelt es sich um die Charlotte Tilbury Instant Magic Facial Dry Sheet Mask. Ich habe dieses Dry Sheet Mask nicht vernünftig gelesen. Ich habe letztens ein Inventurvideo gedreht und da ist mir aufgefallen, Mensch, die Maske, die ist nur bis 12/2018 haltbar und wir haben ja definitiv Sommer 2019. Und da dachte ich, scheiße, die musst du jetzt unbedingt machen. Dann habe ich die ausgepackt und dann war die total trocken. Dry Sheet Mask steht hier drauf. Dann habe ich sie beiseite gelegt und war total traurig. Hatte dann noch mit einer Zuschauerin geschrieben, die meinte, aber Melanie, die sind doch immer trocken. Ach so? Und da kam dann das Wundermittelchen. Ich war echt froh, dass ich sie aufgemacht habe, festgestellt habe, dass sie eben trocken war und dann wieder in die Packung zurückgelegt habe, weil ich sie dann natürlich in einem aufgebraucht und plattgemacht Video zeigen wollte, um euch zu sagen, Leute, benutzt die, seid da vorsichtig, die wird sonst so, trocknet sonst total aus. Es ist super beschrieben hier. Trockene Papiermaske, das ist kein Papier, auseinanderbreiten, mit der rosa Seite aufs Gesicht auflegen, also die eine Seite ist rosa, da habt ihr so einen leichten Logoaufdruck, dann also aufs Gesicht legen, dann hinter die Ohren spannen, ja, wir machen jetzt mal den Wear-Test, hinter die Ohren spannen und dann habt ihr diesen Teil hier unten und den spannt ihr euch dann nach oben über die Ohren. Die ist so geil, die Maske, weil man kann mit dem Strohhalm trotzdem noch trinken. Man kann mit der Maske durchs Haus laufen. Die ist halt nicht feucht. Ihr müsst euch dahinter nichts in die Haut einarbeiten. Die ist einfach so geil. So geil. Und da man die tatsächlich dreimal benutzen kann, finde ich es dann vom Preis auch wieder in Ordnung. Wenn man sie nur einmal hätte benutzen können, hätte ich gesagt nein. Also sie ist wirklich trocken, wenn man sie sich aufs Gesicht auflegt. Wenn man die Maske dann aber runternimmt, hat man so ein eingecremtes Gefühl. Ich kann es gar nicht anders erklären. Also ich war... hin und weg. Und ich danke dir nochmal, meine Liebe, dass du mich darauf hingewiesen hast, weil ich hätte sie sonst tatsächlich weggeworfen und gar nicht verwendet. Und lieber Alex, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle Geschenk. Ich weiß nicht genau, ob sie mir die zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt hat, aber richtig, richtig toll. Und ich würde sie mir tatsächlich nachkaufen, wenn es mal wieder einen Sale bei Sephora Deutschland gibt, weil ich finde, die Sales bei Sephora Deutschland sind jetzt schon deutlich zurückgegangen, ne? Also so zum letzten Jahr und zum Jahreswechsel war das recht viel, aber das ist im Moment wirklich sehr, sehr wenig. Dann nachkaufen zum vollen Preis selbstverständlich nicht. Was hätten wir denn noch? Ich habe hier von Isana die Hydrogel Glamour in Gold. Kühlt und abschwellend, glitten sichtbar kleine Fältchen, Hyaluron Augenpads.
Das sind tatsächlich so, ja, sind ein bisschen wie Gelatine. Die legt man sich unter die Augen und hier steht, dass man sie 10 bis 20 Minuten liegen lassen soll und dann runternehmen. Und ich lasse die auch schon mal eine Stunde liegen. Da passiert nichts Schlechtes mit der Haut. Die Haut sieht hinterher wirklich 5 Jahre jünger aus. Total geil und es wäre so schön, so, so schön, wenn Rossmann diese Dinger ins Standardsortiment nimmt, weil die einfach der Shit sind. Und ich habe am Anfang 2 Euro pro Paket bezahlt. Irgendwann wurden sie dann reduziert auf 1,30 Euro. Da habe ich dann nochmal zugeschlagen. Also alle, die ich kriegen konnte, habe ich mitgenommen. Und ich glaube, jetzt sind es auch nur noch 3 oder 4 Paar, die ich hier habe. Ganz, ganz toll. Fantastisch. Und dann habe ich auch von Balea Q10 die Augenpads, Antifalten-Augenpads einmal aufgebraucht. Kann sein, dass hier noch was drin ist. Ich sehe es nur gerade nicht. Mag ich auch sehr gerne. Sehr basic, aber auch eine schöne Pflege und besser als keine zu verwenden. Und ich habe auch einmal, wir waren auf einem 70. Geburtstag eingeladen, da wollte ich besonders frisch aussehen. Auf dem 70. Geburtstag besonders frisch aussehen. Genau, und da habe ich dann einmal von Dalton die Face and Care Instant Effect Augenpads verwendet und die sind einfach für mich der Wahnsinn. Die brennen nicht in den Augen, das ist so ein Zellulose-Material, das legt ihr euch unter die Augen und ich sehe hinterher 5 Jahre jünger aus. 3 Jahre jünger, 5 Jahre jünger. Wahnsinn, echt richtig geiles Zeug. Aber wirklich für mich nur für spezielle Anlässe oder wenn ich wirklich völlig fertig aussehe. Ganz, ganz toll. Aufgebraucht habe ich von Aloe Canarias Calidad. Das ist, habe ich in Spanien gekauft letztes Jahr auf Mallorca. Das war eine Aloe Vera Creme, schöne Pflege Aloe Vera Gel. Hier steht zwar 100% pures Aloe Vera Gel drauf, aber wenn man dann hier so die Inhaltsstoffe liest, ist es das nicht nur gewesen. Aber ja, es hat meine Haut gut getan, hat schön gekühlt, auch an heißen Tagen. Die Haut so ein bisschen ja, beruhigt nach dem Sonnenbaden. Aloe Vera ist einfach ein geiles Zeug. Endlich habe ich aufgebraucht von L'Oreal. Elnett Deluxe, dieses Haarspray Mini, dieser Geruch macht mich derart fertig. Furchtbar. Ist wirklich so ein schreckliches Produkt, das stinkt. Dermaßen, für mich stinkt es so dermaßen nach altem Muff, ich kann es nicht erklären. Und ja, fürchterlich. Also ich würde es mir auf keinen Fall nachkaufen, mal ganz davon ab, dass L'Oreal nicht tierversuchsfrei ist. Und diese kleine Haarspray-Flasche, weil ich den Geruch so gehasst habe, steht seit 4 Jahren bei mir. Bestimmt. Und jetzt kann ich sie endlich entsorgen. Yay! Aufgebraucht habe ich von Revalde Loop den Lip and Eye Make-Up Remover Waterproof. Der stand jetzt irre lange bei meinem Freund. Da ich da ja nur am Wochenende schlafe, ich schlafe halt gern zu Hause oder meistens nur am Wochenende schlafe, braucht sich das natürlich auch nicht so schnell auf. Das war jetzt auch ein paar Monate in Gebrauch, war nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Verpackung ist sehr süß mit den Augen und Mund, ganz süß gemacht, aber der war einfach Rotze. Muss man sagen, wie es ist. Ich erzähle euch auch nicht, dass irgendwas toll ist, wenn ich es nicht so empfinde. Ich habe aufgebraucht einmal die Shizara Face Maxi Watt Pads, die waren auch bei meinem Freund. Und ich habe da jetzt allerdings auch so ein Abschminkschwämmchen deponiert, dass ich die hier nicht mehr brauche oder nicht mehr so oft brauche. Ich habe nämlich, wie gesagt, festgestellt, dass ich mein Sensitiv-Gesichtswasser auch einfach in die Hände gießen und dann so aufs Gesicht aufbringen muss. Es muss nicht immer Wattepad sein. Und zum Abschminken nehme ich jetzt tatsächlich gerne nicht Maxi-Watt-Pads, sondern einfach diese Abschminkpads aus Naturmaterial oder diese Mikrofaser-Abschminkdinger. Die finde ich super. Ich brauche keine normalen Wattepads mehr kaufen. Das finde ich sehr schön. Ja, Balea mit ultrasensitiv Gesichtswasser ist auch leer. Wie ihr wisst, ist es aus dem Programm gegangen. Sehr, sehr schade. Von Chris Farrell habe ich aufgebraucht den Deep Skin Cleanser und ich bin sehr froh, dass er jetzt leer ist. Also ich fand den gut, ohne Frage, aber ich mag den Soft Skin Cleanser ein bisschen lieber, weil der noch ein bisschen, ich kann es nicht erklären, den mag ich einfach von meiner Haut noch ein bisschen lieber. Und ich habe halt auch noch ein paar andere Sachen hier, die langsam mal leer werden müssen und die auch leer werden, die ich jetzt platt mache, bevor ich meinen Soft Skin Cleanser wieder anbreche. Ganz, ganz schönes Produkt. Chris Farrell macht einfach großartige Produkte. Leider ist mein Rabattcode ausgelaufen zu Ende Juni, deswegen kann ich euch da keinen Rabattcode mehr geben. Aber ja, also wer eine schöne Hautpflege haben möchte, einfach mal bei Chris Farrell gucken. Es ist großartig, genau wie Dalton, fantastisch. Nicht aufgebraucht, aber aussortiert habe ich diese beiden Waschhandschuhe.
Die sind, der eine ist von Yves Rocher, der andere ist von Balea, glaube ich. Und das sind diese Plastikdinger. Ich habe mir jetzt einen aus Naturmaterial gekauft, dass man halt nicht diesen Plastikscheiß hat. Ja. Die haben jetzt auch ewig bei mir gehangen. Ne? Ich habe die ein paar Mal in eine Waschmaschine gehauen und ja, die haben überall Löcher, die Bündchen sind ausgeleiert und ja, ich habe, glaube ich, eine gute, naturfreundlichere Methode gefunden. Deswegen alles gut. Einmal leer gegangen sind von Ebelin die 80 Kosmetikstäbchen, reine Baumwoll, Watte, hygienisch und sanft, die haben ewig gehalten. Und die hatten auch noch einen Plastikstiel. Also ich hatte die wirklich 1000 Jahre. Ich weiß nicht, ich glaube vor 3 Jahren habe ich die gekauft. Und jetzt sind sie endlich leer und ich kaufe jetzt natürlich nur noch Wattestäbchen mit Holz bzw. Papierstab. Ich glaube, die mit Plastik gibt es auch gar nicht mehr. Leer ist von Dalton die Oyster Skin Balance Maske. Das war eine ja, Gesichtsmaske, die unheimlich schön klärend war. Ich mochte die echt gerne. Die ist auf dem Gesicht fest geworden, also wenn man sie nicht zu dick aufgebracht hat. Ich finde, sie roch zu stark, also der Geruch, den fand ich echt zu stark. Aber das Ergebnis auf der Haut hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe die ganz oft verwendet. Ich habe bestimmt 30 Anwendungen aus diesem Pöttchen mit 50 Milliliter raus, aber vielleicht waren es auch mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe die so gut einmal in der Woche angewendet. Ganz, ganz, ganz toll und ja, kann ich durchaus empfehlen. Ihr dürft nur nicht zu geruchsempfindlich sein, weil ich kann euch auch gar nicht sagen, wonach das riecht. Es riecht nach einer Kosmetik, aber halt zu intensiv. Das ist nicht so mein Ding. Was hingegen absolut mein Ding war, ist von Dalton die Q10 Cell Energy Eye and Lip Contour Cream. Fantastisch. Ich habe sie nicht für Lippen benutzt, sondern nur für die Augen. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich noch ein Backup habe. Und ja, das ist wirklich meine richtig gute Augencreme. Ich habe euch vor ein paar Monaten mal ein Augencreme-Vergleichsvideo hochgeladen oder meine drei liebsten Augenpflegen zurzeit, die auch noch tierversuchsfrei sind, vorgestellt. Das war eine davon. Ich finde sie ganz, ganz toll. Ich mache jetzt allerdings noch ein bisschen was anderes leer, bevor ich das Backup anfasse. Denn jetzt gerade im Sommer brauche ich nicht so eine reichhaltige Pflege unter den Augen. Was leer gegangen ist, ist von Tarte der Maracuja Sea Brightener, das oder Brighter Eye Treatment. Das ist eine Augencreme, wie sie schöner nicht sein kann, riecht nach Creme, aber nichts Intensives. Und die feiere ich so sehr, ne? Die ist so großartig. Und ich habe jetzt tatsächlich im Tarte Sale vor 2 Wochen, glaube ich, ja, vor 2 Wochen, einer Woche, gab es 25% und da war diesmal ausnahmsweise die große Größe davon nicht ausverkauft. Deswegen habe ich sie mir jetzt endlich bestellt. Es dauert im Moment immer alles so ein bisschen, aber ja, sie ist bestellt und dann bekomme ich meine Originalgröße mit 10 Milliliter, die sonst 40 Euro kostet. Das ist vollkommen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, geisteskrank für 10 Milliliter. Aber man braucht sehr wenig davon. In dieser kleinen Größe sind 2,5 Milliliter. Das ist so eine Reisegröße, so eine Testgröße. Und ich komme damit 2 Monate hin. Und ich verwende die nur unter Make-up dünn aufgetragen. Die Haut sieht total frisch und aufgeplumpt aus. Und sie ist jetzt tatsächlich schon seit 2 Wochen leer. Und ich sehe einen Unterschied, ob ich sie nun verwendet habe oder nicht. Also ganz, ganz fantastisch. Also wenn ihr etwas Tolles braucht, das reichhaltig ist, aber trotzdem gut wegzieht und das sich gut mit Concealer und Foundations versteht, dann der Maracuja Sea Brighter von Tarte. Fantastisch. Leer ist von Hegron die Nourishing oder der Nourishing Hand and Nail, die Nail Cream mit Panthenol. Die habe ich nicht selber gekauft, sondern die hat mein Kollege Nico mir vermacht, weil ihm der Geruch zu stark war. Ich muss nochmal dran riechen. Ich kenne die Marke nicht, ich fand den Geruch unheimlich schön. Die hat wahnsinnig lange gehalten. Die stand bei mir auf der Arbeit und bestimmt. Also, ich sitze jetzt seit 1,5 Jahren mit ihm im Büro und ich glaube, kurz nachdem ich da oben eingezogen bin, hat er mir die geschenkt. Ist natürlich auch arschviel drin, ne? 150 Milliliter. Ich habe keine Ahnung von der Firma, noch nie davon gehört. 12 Monate haltbar, wie gesagt, 1,5 Jahre war sie bei mir in Gebrauch und er hatte sie ja vorher auch schon. Also, es ist gut, dass sie jetzt leer ist und ja. Ich kann euch nichts dazu sagen, weil ich kenne die Marke Hegron nicht. Ich weiß nicht, ob die tierversuchsfrei sind. Ich weiß nicht, wo es das gibt. Ja, von daher kann ich so nicht viel dazu sagen. Was ich aufgebraucht habe, ist der von Balea, der Softöl-Balsam, samtweiche Intensivpflege, hautverwöhnt für sehr trockene Haut mit 40%
Ölanteil. Das ist eine Body Lotion Öl. Ist tatsächlich auch ölig, aber nicht unerträglich. Der Geruch ist fantastisch, die Pflegewirkung ist auch ganz schön. Aber der Geruch ist ganz schön, die Pflegewirkung ist wirklich großartig. Ich mochte das sehr gerne für diesen unheimlich kleinen Preis. Was ich nicht mag, ist die Verpackung. Ich wollte es erst aufschneiden, aber es ist so ein hartes Plastik, dass ich mich nicht verletzen wollte. Und dann sind die Kanten auch so scharf und man tut sich weh. Also wenn man richtig schüttelt und ein bisschen drückt und dann wieder schüttelt, drückt, kriegt man vielleicht noch ein bisschen was raus. Aber es ist für mich jetzt aufgebraucht und ich werde es sonst erstmal nicht nachkaufen. Ich habe nämlich noch einiges an Body After-Dusch-Produkten hier, die ich erstmal aufbrauchen möchte. Aber es ist definitiv eine nette Alternative, weil es halt auch einfach nicht so teuer ist in der Drogerie. Und ja, dann hätten wir hier nochmal Masken. Und zwar habe ich einmal hier nochmal die Hydrogel-Augen, die Hydro-Gold-Augenpads und auch nochmal von Balea Q10 die. Also die habe ich zweimal aufgebraucht. Dann ist endlich leer die wärmende Fußcreme von Balea. Ich finde nicht, dass die wärmt. Also so ein minimales Müh vielleicht. Ist jetzt auch nicht in den letzten Tagen leer gegangen, sondern tatsächlich in den letzten Tagen des Monats Juni, glaube ich. Also Ende Juni, Anfang Juli. Und ja, ich bin jetzt ganz froh. Ich mochte den Geruch nicht besonders. Die Pflegewirkung war schon ganz nett, aber brauche ich nicht nochmal von Balea. Die hatte ich tatsächlich jetzt schon das zweite Mal leer gemacht. Leer ist außerdem von La Roche-Posay das Lipiclar Gel Douche Soothing Protecting Shower Gel. Was ich an dem Zeug gerne mochte, La Roche-Posay ist, glaube ich, nicht tierversuchsfrei. Was ich an dieser. Natürlich kommen die Blasen jetzt nicht nochmal. Was ich an der Tube total toll finde, sie ist wahnsinnig squishy. Das heißt, man kriegt die komplett leer. Da ist nichts mehr drin. Der Geruch war echt schön, aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die sind nicht tierversuchsfrei, deswegen würde ich es nicht nachkaufen. Aber es war ein sehr schönes Duschgel. Leer gemacht habe ich außerdem von Ebelin dieses Nagellack-Entfernungstuch. Ich dachte, ich zeige euch das mal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Das sind wirklich so kleine Zellulose-Läppchen getränkt in. Warum halte ich die Nase dran? Getränkt in Nagellackentferner und ich finde es ganz, ganz, ganz beschissen, das Zeug. Also die machen die Nägel nicht richtig sauber. Ich habe dann hinterher immer noch mal mit dem normalen Nagellack bin ich wieder rein. Dann nehme ich tatsächlich lieber normalen flüssigen Nagellack und ja, ich habe davon ein paar bei meinem Freund im Kosmetiktäschchen und auf der Arbeit habe ich auch zwei, dass wenn ich mir frisch die Nägel gemacht habe und gepatzt habe, dass ich dann so ein bisschen was reparieren kann, aber es ist definitiv nichts, womit man sich den Nagellack von den Nägeln vernünftig runternehmen kann. Ja, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten und ich muss euch sagen, ich habe hier wirklich noch einiges drin. Von daher würde ich sagen, ich mache hier einen kleinen Cut oder auch einen großen Cut. Weil ich ganz genau weiß, also viele sind ja wie ich, gucken sich zwar gerne lange Videos an, aber irgendwann ist auch mal gut gewesen. Deswegen lade ich euch einfach nächste Woche Samstag den nächsten Teil hoch und hoffe, das ist auch in Ordnung für euch, weil es ist einfach sonst so, so, so viel. Das Fazit, wie viel ich dann insgesamt im Juli, nicht im Juni, im Juli aufgebraucht habe, gibt es dann am Ende meines zweiten Teils. Es ist einfach noch zu viel und das Video würde sicherlich eine Dreiviertelstunde lang werden. Das möchte ich euch bei dem traumhaften Wetterchen nicht antun. Also ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Woche wieder rein. Aktuell habe ich meinen Upload-Schedule so ein bisschen verändert. Das heißt, auf der Arbeit ist ein bisschen weniger Stress. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Und lade deswegen zurzeit drei Videos in der Woche hoch und es scheint auch ganz gut angekommen zu sein. Ich bin vollkommen geflasht. Zwischendurch schaue ich immer mal wieder in meiner Abo-Box nach und ich glaube, ich habe noch nie einen so großen Zuwachs an Abonnenten gehabt. Also hallo an alle, die neu dabei sind. Ich freue mich wirklich wahnsinnig über jeden einzelnen von euch, über jeden lieben Kommentar, über jedes Däumchen hoch, über jegliches Feedback, das ich von euch bekomme, finde ich einfach großartig. Und auch wenn ihr mal ein bisschen Kritik habt, also konstruktiv, ne, beleidigend lasse ich mir nicht gefallen, aber wenn ihr mal ein bisschen konstruktive Kritik habt, was ich tun könnte oder was ich verändern könnte, damit ihr meine Videos noch lieber schaut, dann haut in die Tasten, sagt mir das. Ich bin da wahnsinnig neugierig und wäre schön, wenn man so voneinander lernen kann. Ja, also
Ich quatsche schon wieder viel zu lang. Das Video wird, wie gesagt, schon wieder über 20 Minuten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß am Video, habe ich gerade schon gesagt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Bis dann.